21. Kapitel. Antwort auf eine Frage. Der Himmel war dunkel. Ein Gewitter schien im Anzug, als Pollyanna den Hügel hinablief. Nancy kam mir mit einem Regenschirm entgegen, aber die Wolken zerstreuten sich wieder. »Ich glaube, das Wetter wendet sich nach Norden«, erklärte Nancy und sah den Himmel kritisch an. »Ich dachte es mir schon, aber Miss Polly war in Sorge um dich.« »So«, murmelte Pollyanna in Gedanken. Nun erst bemerkte sie die Wolken. Nancy schien betroffen. »Du scheinst von dem, was ich sagte, keine Notiz zu nehmen«, sprach sie betrübt. »Ich sagte, deine Tante hätte sich um dich gesorgt.« »Oh«, seufzte Pollyanna, »ich wollte sie nicht beunruhigen.« »Ich bin so froh«, antwortete Nancy plötzlich. »Wie bin ich froh?« Pollyanna sah sie erstaunt an. »Froh darüber, dass Tante Polly meinetwegen unruhig war? Aber Nancy, über so etwas darf man sich nicht freuen.« »Du scheinst nicht zu verstehen, was das bedeutet, dass Miss Polly deinetwegen beunruhigt ist, Kind«, entgegnete Nancy. »Es bedeutet, dass sie menschlich wird, wie andere Menschen, und dass sie nicht nur ihre Pflicht an dir tut.« »Wie, Nancy?« warf Pollyanna empört ein. »Tante Polly tut immer ihre Pflicht. Sie ist ein sehr pflichtbewusster Mensch.« Unbewusst wiederholte Pollyanna die Worte, die John Pendleton vor einer halben Stunde gesagt hatte. Nancy kicherte. »Du hast recht. Und sie war es immer. Aber jetzt, seit du da bist, ist sie doch mehr als das.« Pollyannas Gesicht nahm einen beruhigten Ausdruck an. »Ja, das wollte ich dich eben fragen, Nancy«, seufzte sie. »Glaubst du, dass Tante Polly mich gern bei sich hat? Wäre es ihr gleich, wenn ich nicht mehr bei ihr wäre?« Nancy sah dem kleinen Mädchen in das ernste Gesicht. Sie hatte diese Frage schon lange erwartet und befürchtet, aber seit der Sache mit dem Regenschirm heute konnte sie mit gutem Gewissen das Herz des liebebedürftigen kleinen Mädchens beruhigen. »Ob Miss Polly dich gern bei sich hat, ob sie dich vermissen würde, wenn du nicht mehr bei ihr wärst«, rief Nancy aus. »Das wollte ich dir ja gerade sagen. Sie hat mich doch in aller Eile mit dem Regenschirm hinter dir hergeschickt, weil sie am Himmel eine kleine Wolke gesehen hatte. Sie hat mich doch all deine Sachen herunterholen lassen, damit du das hübsche Zimmer bekämst, das du so gern hast. Wenn man daran denkt, Pollyanna, wie ungehalten sie zuerst war, dich bei sich...« Mit einem künstlichen Husten riss sie sich noch einmal zusammen. »Und«, fuhr sie atemlos fort, »ich kann nicht alles rühren. Aber an kleinen Dingen kann man merken, wie sie durch dich sanfter geworden ist. Zum Beispiel an der Katze, an dem Hund, dann wie sie jetzt mit dir spricht und an vielen anderen Dingen. Oh, Pollyanna, wie würde sie dich erst vermissen, wenn du nicht mehr bei ihr wärst?« »Oh, Nancy, ich bin so froh darüber, so froh«, jubelte Pollyanna. »Du weißt nicht, wie ich mich freue, dass Tante Polly mich lieb hat.« »Jetzt könnte ich sie gewiss nicht verlassen«, dachte Pollyanna, als sie in ihr Zimmer ging. »Ich wusste ja, dass ich bei Tante Polly wohnen wollte. Ich wusste nur nicht, dass sie auch mit mir wohnen wollte.« Es würde keine ganz leichte Aufgabe sein, John Pendleton ihre Entscheidung mitzuteilen. Sie hatte ihn sehr gern und sie bedauerte ihn, weil er so unglücklich über sich zu sein schien und über das lange einsame Leben, das er geführt hatte. Sie empfand schmerzlich seine Einsamkeit und sie wünschte, dass jemand da wäre, der... Auf einmal sprang sie mit einem kleinen Freudenschrei in die Höhe. Ein wundervoller Gedanke war ihr gekommen. So rasch sie konnte, eilte sie in den Hügel zu John Pendletons Haus hinauf, und bald war sie in die Bibliothek bei ihm. Er saß in seinem Stuhl, seine schmalen Hände lagen müßig auf der Stuhllehne und der treue kleine Hund kauerte zu seinen Füßen. »Nun, Pollyanna, soll der Rest meines Lebens ein frohes Spiel werden?« fragte der Mann sanft. »Oh ja«, rief Pollyanna, »ich habe an das Allerfrohste gedacht und...« »Mit dir?« fragte John Pendleton. »Nein, aber...« »Pollyanna, du willst doch nicht Nein sagen«, unterbrach er sie mit bewegter Stimme. »Ich muss, Mr. Pendleton. Ich habe wirklich Tante Polly. Hat sie sich geweigert, dich zu mir ziehen zu lassen?« »Ich habe sie noch gar nicht gefragt«, stammelte Pollyanna traurig und wandte ihre Augen ab. Sie konnte den schmerzlichen, bekümmerten Blick ihres Freundes nicht ertragen. »So hast du sie nicht einmal gefragt?« »Ich konnte es wirklich nicht, Mr. Pendleton«, stotterte Pollyanna. »Sehen Sie, es war mir klar, auch ohne, dass ich Tante Polly fragte. Sie würde mich sehr nötig haben, wenn ich weg wäre. Ich möchte gern bei ihr bleiben«, beichtete sie tapfer. »Sie wissen nicht, wie gut sie zu mir gewesen ist. Und manchmal denke ich, dass sie anfängt, sich über etwas, ja über viele Dinge zu freuen. Das tat sie früher nie.
Ich könnte Tante Polly jetzt nicht verlassen. Es folgte eine lange Pause. Nur das Knistern des Holzfeuers unterbrach das Stillschweigen. Endlich ergriff John Pendleton das Wort. Nein, Pauline, ich sehe es ein. Du kannst sie jetzt nicht verlassen. Ich will dich nicht wieder bitten. Oh, Sie wissen nicht alles, rief Pauline eifrig. Sie können sicherlich das Allerfrohste tun. Nein, Pauline. Doch, Mr. Pendleton, Sie haben selber gesagt, nur eine Frau oder ein Kind könnte Ihnen ein Heim geben. Und ich kann Ihnen ein Kind verschaffen. Aber ein anderes. Als ob ich jemand anderes als dich haben wollte, erwiderte er beinahe beleidigt. Aber Sie werden es wollen, wenn Sie erst alles wissen. Sie sind so gut. Denken Sie an das Geld, das Sie für die Heiden gespart haben. Pollyanna, unterbrach Mr. Pendleton sehr erregt. Höre nun ein für alle Mal auf mit diesem Unsinn. Ich habe dir ein Dutzendmal klarzumachen versucht. Ich gebe kein Geld für die Heiden. In meinem ganzen Leben habe ich ihnen keinen Cent geschickt. So. Er hob sein Kinn hoch und straffte sich, um der traurigen Enttäuschung zu begegnen, die er von Pollyannas Seite erwartete. Zu seinem Erstaunen aber war weder Kummer noch Enttäuschung in Pollyannas Zügen, nur überraschte Freude. »Oh«, rief sie und klatschte in die Hände. »Ich bin so froh. Das heißt«, verbesserte sie sich, »ich meine nicht, dass mir etwa die Heiden nicht leid tun. Ich bin nur so froh, weil sie jetzt Jimmy Bean viel eher nehmen können, und ich weiß, dass sie ihn gern haben werden.« »Wen nehmen?« »Jimmy Bean, der ist das Kind für Sie. Ich musste ihm leider letzte Woche sagen, dass selbst die Damenhilfe im Westen ihn nicht annehmen wollte, und er war so enttäuscht. Aber wenn er das jetzt hört, wird er so froh sein.« »So, er wird froh sein, aber ich will ihn gar nicht«, rief Mr. Pendleton entschieden aus. »Pauline, das ist ja vollendeter Unsinn.« »Sie wollen ihn nicht nehmen?« »Aber er würde sich herrlich dazu eignen, ein Kind zu sein«, stammelte Pauline. Jetzt weinte sie fast. »Sie würden nicht einsam sein, wenn Jimmy um sie wäre.« »Das bezweifle ich auch gar nicht«, erwiderte Mr. Pendleton, »aber ich glaube, ich ziehe doch die Einsamkeit vor.« Plötzlich erinnerte sich Pauline an das, was Nancy ihr vor Wochen gesagt hatte. Sie hob bekümmert ihr Kinn. »Vielleicht denken Sie, ein netter, lebendiger kleiner Junge wäre nicht so gut wie das tote alte Skelett, das Sie irgendwo aufbewahren. Aber ich denke, er wäre doch besser.« »Skelett?« »Ja, Nancy sagte, Sie hätten eins irgendwo im Schrank.« »Wie? Was?« Plötzlich warf John Pendleton den Kopf zurück und lachte. Er lachte so herzlich, dass Pauline aus lauter Nervosität zu weinen anfing. Als er das sah, wurde er sofort ernst. »Pauline, ich glaube, du hast recht. Mehr als du ahnst«, sagte er sanft. »In der Tat, ich weiß, ein netter, lebendiger kleiner Junge würde viel besser sein als mein Skelett im Schrank. Nur ist man nicht immer so rasch mit einem Tausch zufrieden. Man pflegt an seinen Skeletten zu hängen, Pauline. Aber erzähle mir ein bisschen mehr von diesem netten kleinen Jungen.« Und Pauline erzählte. Vielleicht hatte das Lachen die Luft gereinigt, aber die pathetische Geschichte, die John Pendleton zu hören bekam, rührte sein Herz, das bereits so seltsam besänftigt war. Jedenfalls hatte Pauline, als sie an jenem Abend nach Hause ging, eine Einladung für Jimmy Bean bei sich, nächsten Sonnabendnachmittag mit ihr zusammen im großen Haus Besuch zu machen. »Und ich bin so froh, ich weiß, dass Sie ihn gern haben werden«, Pauline seufzte, als sie sich verabschiedete. »Ich möchte so gern, dass Jimmy Bean ein Heim hat und Menschen, die sich um ihn kümmern.«